Hallo, ihr Lieben, ich freue mich, heute hier mit euch im Meeting zu sein. Der Heilige Geist und seine Führung, das Seminar. Und wir befassen uns heute mit dem Kapitel 4, die Illusionen des Ego, Römisch 6, die Belohnungen Gottes. Wir nehmen dieses ganze Unterkapitel nochmal durch, weil ich gesehen habe, dass das mir in meiner YouTube-Sammlung fehlt. Da fehlen einige Absätze und deswegen gehen wir das ganze Unterkapitel Die Belohnungen Gottes nochmal durch. Ja, wir verbinden uns mit unserem Bruder, indem wir sagen, Nihira, ich verbinde mich mit dir im Geist, schließen die Augen, sagen wieder, Nihira, ich verbinde mich mit dir im Geist, lassen das Gefühl der Verbindung in uns aufkommen. Und öffnen dann die Augen wieder. Dann kommen wir zum nächsten Teilnehmer. Thomas, ich verbinde mich mit dir im Geist. Schließen wieder die Augen. Thomas, ich verbinde mich mit dir im Geist. Warten, bis der Heilige Geist Verbindung hergestellt hat. Und wieder die Augen. Und dann kommen wir jetzt zur Feedbackrunde, zur ersten Feedbackrunde. Nihira, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, fühle mich gut, freue mich, hört sich gut an, die Belohnung Gottes. Da freue ich mich drauf. Danke. Danke, Nihira. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Da kommen wir zum nächsten Feedback. Thomas, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, fühle mich gut. Ganz gut, freudig und entspannt. Dankeschön. Ja, danke Thomas. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Ja, dann kommen wir zu meinem Feedback. Ja, ich fühle mich gut, habe gerade ganz kurz mal so eine kleine Kopfschmerzattacke bekommen, aber die ist jetzt auch schon wieder weg. Wir verbinden uns einige Sekunden mit mir in meinem Feedback. Ja, kommen wir jetzt zur Vorlesung von Ein Kurs in Wundern, erschienen im Greuthof Verlag. Kapitel 4, die Illusionen des Ego. Römisch 6, die Belohnungen Gottes. Ich fange jetzt mal hier mit dem ersten Absatz einfach an, den vorzulesen. Das Ego begreift die wirkliche Quelle der Bedrohung nicht. Also, wir lassen einfach los, lassen auch vom Verstehen wollen als das Haben wollen los, lehnen uns zurück. Und entspannen uns. Das Ego begreift die wirkliche Quelle der Bedrohung nicht. Und wenn du dich mit dem Ego assoziierst, verstehst du die Situation nicht, wie sie ist. Nur deine Treue dem Ego gegenüber verleiht ihm überhaupt Macht über dich. Ich habe vom Ego gesprochen, als sei es ein getrenntes Ding, das eigenständig handelt. Das war notwendig, um dich davon zu überzeugen, dass du es nicht leichthin abtun kannst und begreifen musst, wie viel von deinem Denken vom Ego gelenkt ist. Wir können es aber nicht unbesorgt dabei bewenden lassen. Sonst wirst du es, solange du hier bist oder solange du hier zu sein glaubst, als unvermeidlich betrachten, dass du voller Konflikte bist. Das Ego ist nichts weiter als ein Teil deiner Überzeugungen über dich. Dein anderes Leben ist ohne Unterbrechung weitergegangen. Es ist von deinen Versuchen, es zu dissoziieren, unberührt geblieben und wird immer völlig unberührt davon bleiben. Ja, wir verbinden uns hier einige Sekunden mit diesem
Satz hier. Und kommen jetzt zur nächsten Feedbackrunde. Thomas, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, unverändert. Ja, entspannt. Ganz gut, neutral. Danke. Ja, danke Thomas. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Dann kommen wir zum nächsten Feedback. Nihira, wie fühlst du dich in diesem Ja, fühle mich auch weiterhin gut, ruhig und freue mich auf deine Erklärung. Finde ich einen ganz schönen Absatz. Danke. Ja, danke Nihira. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Ja, kommen wir noch zu meiner Erklärung. Ja, ich fühle mich gut, fühle mich sicher, geborgen, frei, im Frieden, freudig. Und das war's von mir. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dem Feedback von mir. Dann kommen wir jetzt zur Vorlesung und Erklärung von Kapitel 4, die Illusion des Ego, Römisch 6, die Belohnung Gottes. Und ich fange wieder beim ersten Absatz an zu erklären. Also erstmal vorzulesen und zu erklären. Du kannst dich wieder entspannen, zurücklehnen, verstehen, loslassen. Fangen wir also hier an. Das Ego begreift die wirkliche Quelle der Bedrohung in Anführungsstrichen nicht. Also wir haben in unserem Geist immer wieder festgestellt oder wir glauben sogar, von außen kommt eine Bedrohung oder es ist eine Bedrohung oder wir fühlen uns irgendwie unbehaglich und unsicher. Wir haben so ein leichtes Gefühl von Angst in uns und kommen irgendwie immer wieder in so einen Angriffsmodus, in so einen Verteidigungsmodus. Also ich kann das bei mir jedenfalls immer wieder beobachten, wenn ich die Übung für den Tag mache und mich tagsüber immer wieder, zum Beispiel jetzt, wenn ich auf der Arbeit bin, beobachte, dass ich dann auf einmal so einen inneren Konflikt in mir habe, dass ich gegen irgendwas kämpfe, was gar nicht da ist. Ja? Deswegen steht hier, das Ego begreift die wirkliche Quelle der Bedrohung nicht. Bedrohung jetzt hier in Anführungsstrichen, weil die Bedrohung, die einzige Bedrohung, die es fürs Ego gibt, ist die Erlösung. Das müssen wir uns hier, dessen müssen wir uns hier ganz klar werden. Und wenn du dich oder ich mich mit dem Ego identifiziere, dann fühlen wir uns automatisch von der Erlösung bedroht. Wir glauben dann, dass wir von irgendwas uns bedroht fühlen. In Wirklichkeit ist es aber die Erlösung, die uns bedroht. Aber die bedroht natürlich nicht dich als den wahren Sohn Gottes oder dich als in deiner wahren Identität. Da bedroht dich die Erlösung nicht, sondern da befreit dich die Erlösung von dem Ego. Das Ego selbst ist für dich, der du, der wirkliche, der wahre Sohn Gottes bist, für dich eine Bedrohung. Weil das Ego immer versucht, dich in eine Situation hineinzukriegen, wo du sozusagen dich, ja, man könnte sagen, gefangen fühlst, wie in einem Gefängnis fühlst, also nicht frei fühlst. Lesen wir also erstmal diesen Satz weiter. Und wenn du dich mit dem Ego assoziierst, identifizierst, also wenn du glaubst, dass du das Ego bist, verstehst du die Situation nicht, wie sie ist. Ja, also man könnte sagen, im Grunde genommen, wenn du dich als Ego identifizierst, wenn du dich mit dem Ego assoziierst, verstehst du rein gar nichts. Verstehst überhaupt nichts. Du verstehst nur, du hast nur das Gefühl, Angst zu haben und bedroht zu sein. Aber du weißt nicht, woher sie kommt. Du versuchst es dir dann irgendwie zu erklären. Und richtest dann deinen Angriff auf irgendjemanden, wo du glaubst, dass sie herkommt. Sie kommt aber in Wirklichkeit gar nicht daher. Aber du greifst unwillkürlich, sagen wir mal, einfach einen anderen Menschen an, von dem aber gar keine Bedrohung ausgeht. Jetzt gehen wir